Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial von technikberat.com. Mein Name ist Stefan und ich möchte dir hier zeigen, wie du herausfindest, welche Personen dein Facebook-Profil besuchen. Wie du sicherlich schon gesehen hast, gibt es einige Apps, sage ich jetzt mal, die glauben zu wissen, welche Personen sich auf deinem Profil herumtreiben. Aber diesen Apps darf man nicht viel Glauben schenken. Wahrheitsgetreuer geht das Ganze über den Seitenquelltext deines Profils. Klingt jetzt etwas kompliziert, ist das aber in keiner Hinsicht. Ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Das geht relativ schnell vonstatten. Und was ich noch dazu sagen möchte, im Prinzip geht es darum, dass jeder Facebook-User über eine interne eigene ID verfügt. Und diese wird einfach im Seitenquelltext von einem Profil aufgezeichnet, mitgeschnitten, wie man es nennen möchte. Und so kann man eben nachverfolgen, welche Personen sich dein Profil angesehen haben. So, dann fangen wir mal an. Ich bin jetzt hier auf der Suchmaschinenseite von Google und rufe als allererstes natürlich Facebook auf und gehe in mein Profil. Ich habe jetzt hier einige Sachen unerkenntlich gemacht aus Datenschutzgründen. Aber sollte dich nicht weiter stören. So, jetzt kommt eigentlich schon der spannendste Teil. Das ist der Seitenquelltext. Und den ruft man auf mit STRG plus U. Egal welchen Browser du verwendest, sei es Internet Explorer oder Mozilla Firefox, so wie ich hier, oder Google Chrome, es ist überall die gleiche Tastenkombination. Und hier befinden wir uns jetzt im Seitenquelltext. Und ja, das sieht mehr oder weniger nach einem großen Bierbar aus, aber sollte dich nicht abschrecken. Wir starten hier einfach die Suchfunktion mit STRG plus F und suchen genau nach diesem Quellcode. Das ist Klammer, Anführungszeichen, List und nochmal Anführungszeichen. Diesen Code findest du übrigens auch in meinem Beitrag auf technikberat.com. Diesen hier einfach kopieren und im Seitenquelltext einfügen und die Eingabetaste drücken. Nun wird dieser Quelltext herausgesucht, wird grün markiert und alle Zahlen, was jetzt danach stehen, also in die rechte Seite, sind die IDs von den Leuten, die als letztes auf deinem Profil waren. Da kopiere ich einfach eine ID raus, gehe wieder zurück auf Facebook hier oben im Tab und gebe bei www.facebook.com/ und die jeweilige ID ein. Das mache ich jetzt natürlich, wie gesagt, aus Datenschutzgründen nicht. Aber diese hier einfach oben einfüllen, Eingabetaste und schon befindest du dich auf der Seite von deinem Besucher. Da werden zwischen 10 und 20 IDs werden aufgezeichnet und so kann man, wen es jetzt interessiert, nachverfolgen, wer dein Profil besucht. Das war es im Großen und Ganzen eigentlich schon. Viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr Fragen habt zu dem Thema, kontaktiert mich einfach und ich würde mich auf ein Like bei YouTube freuen und wir sehen uns demnächst wieder. Danke fürs Zusehen.